Okay, wir machen weiter mit der ultimativen Entscheidungsschlacht. Und der Kampf ist so nice. So, Goku setzt Nappa mit unvorstellbarer Kraft außer Gefecht. Vegetas Kräfte könnten jedoch ein Problem darstellen. Son Goku kämpft auf Leben und Tod gegen Vegeta, der seine Grenzen überschritten hat. Und in Budokai 1 verwandelt er sich einfach Super Saiyajin, weil er selber Nappa getötet hat. Da weiß ich auch nicht warum. Okay, lass uns beginnen. Ich hoffe wirklich, in Sparking Zero wird der Story-Modus ähnlich sein wie hier. Ich würde das gut finden. Guck mal, hier zieht ein Beam Clash 9000. Spark in Zero in den Gameplay Trailer, als den Beam Clash gemacht haben, zieht jetzt einfach 37.000. Hey, Hoken! Verdammt. Verdammt! Können wir wieder Leben dazu bekommen? Oh, verdammt. Genki-Dama!
Bis jetzt haben wir in Sparking Zero auch nur einen großen Charakter zum Stand jetzt angekündigt bekommen, und zwar diesen Great Ape hier. Ich bin gespannt, wer der andere sein wird. Junge, wie schnell drückt der? Da konnte ich ihn nicht gerade schlagen. Jetzt nicht mehr. Warum? Oh, Scheiße. Super Gallic. Verdammt, ich dachte, er greift mich an. Ja, verpissen. Ja, weg, 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 weg. Siehst du, nein. Also auch schwer ist dieser Kampf ganz andere Liga. Einfach super Armor. Oh nein. So. Einfach rechte Schelle ist weg. Kato omotta.